herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und heute würde ich euch gerne etwas über Strohblumen erzählen. Strohblumen Helichrysum, das ist eigentlich keine Strohblume, sondern dabei handelt es sich um eine Pflanzengattung. Eine Pflanzengattung, die zur Familie der Korbblüter gehört. Und sie heißen Strohblume ja aufgrund ihrer Blüten. Wenn man so eine Blüte anfasst, vielleicht hört ihr das, die fassen sich an wie Papier, vielleicht tatsächlich ein bisschen wie Stroh. Auf jeden Fall sind sie nicht so diese plüschigen, weichen Blüten, wie man das so von anderen Gewächsen kennt, sondern verdanken quasi ihren Namen der Tatsache, dass ihre Blüten sehr knusprig sind. Nennen wir es mal so. Ja, knusprig, genau. Und diese Strohblumen, die blühen von Juni bis September immer und immer, immer wieder. Also die bringen ohne Ende von diesen wunderschönen Blüten hervor. Und die gibt es in allen möglichen Farben. In Weiß, in Gelb, in Orangetönen, Rosafarben. Rot, dieses kräftige Rot ist ja typisch für Strohblumen. Und gehören seit Ewigkeiten wirklich zu den beliebtesten Pflanzen in Hausgärten, gerade weil sie so pflegeleicht sind. Wenn sie an einem vollsonnigen Standort kultiviert werden, dann brauchen die ja kaum Aufmerksamkeit, also wirklich kaum. Also das heißt nicht, dass man sie hinpflanzen kann und dann einfach ignorieren kann. Und sie werden tatsächlich dann über einen langen Zeitraum immer wieder ihre wunderschönen Blüten hervorbringen. Hier habt ihr nochmal so eine Strohblume in 360-Grad-Ansicht. Die finde ich besonders interessant, weil ihre Blüten unglaublich versteckt sind. Die sind tatsächlich noch tief in diesem dichten, plüschigen Blattwerk drin. Warum auch immer, weil normal, also die anderen, die anderen Strohblumen, die sind wesentlich, haben wesentlich längere Blütentriebe. Aber die sieht dadurch so unglaublich süß aus, wie so eine kleine Kugel irgendwie. Aber es ist definitiv eine Strohblume. Und diese Strohblumen, die sind auch nicht giftig, also weder für Menschen noch für Tiere. Also theoretisch könnte man sie sogar essen. Es ist natürlich jetzt eher unwahrscheinlich, dass man sagt, okay, man möchte gerne so eine Blüte essen, aber man könnte es machen, weil sie tatsächlich keinerlei Inhaltsstoffe enthalten, die in irgendeiner Art und Weise gesundheitsschädlich sind. Sie können sowohl richtig im Beet gepflanzt werden, als auch in einem Pflanzgefäß. Also die stehen jetzt hier in einem Kasten. Das hat auch seine Gründe, weil sie überwintert werden sollen. Also dazu komme ich dann später noch. Wenn sie im Beet gepflanzt werden, brauchen sie unbedingt durchlässige Erde. Manchmal ist es ja so, dass dieses Substrat von sich aus nicht so richtig durchlässig ist. Und dann ist es empfehlenswert, den Aushub mit Sand zu vermischen. Ne? Also Pflanzloch ausheben, Blume rein, Aushub mit Sand vermischen und dann das Pflanzloch damit mit diesem Aushub wieder füllen, damit die Durchlässigkeit gewährleistet ist. In Kübelhaltung, da ist hochwertige Kübelpflanzenerde ideal. Also ich nehme hier immer die Lobera fruchtbare Erde Nummer 1. Die ist sehr, sehr hochwertig und optimal für Pflanzen. Und unten in diesen Gefäßen muss zwingend eine Drainage rein. Hier ist eine Hummel. Also unten eine Drainage. Und vor allen Dingen müssen die Pflanzgefäße unten Löcher haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Was auch wichtig ist bei der Pflanzung, dass sie einen Abstand von ungefähr 25 cm zueinander haben sollten, damit sie sich schön entwickeln. Weil die werden wirklich sehr puschelig, sehr wuschelig und deswegen, sie sollen sich ja auch ausbreiten können, sie sollen ja Platz haben. Jetzt könnte man ja meinen, dass solche Strohblumen, weil die ja so strohig sind, dass sie kein Wasser brauchen. Das ist allerdings leider nicht wahr. Also sie kommen zwar prinzipiell mit Trockenheit wesentlich besser zurecht als mit Nässe, mit zu viel Nässe oder gar mit Staunässe, aber das heißt nicht, dass man sie nicht gießen muss. Im Gegenteil. Also an heißen Tagen oder in langen Trockenperioden, da müssen sie unbedingt gegossen werden. Vorzugsweise natürlich in den frühen Morgenstunden oder abends. Und da sollte man wirklich darauf achten, dass das Substrat dann wirklich auch schön durchfeuchtet ist. In der Zeit von Juni bis September bekommen sie regelmäßig Kübelpflanzendünger. Dieser Kübelpflanzendünger, das ist wichtig, damit sie halt ihre schönen, vielen, kräftigen Blüten auch richtig schön ausbilden können. Wenn ihr aber jetzt vorhabt, diese Strohblumen zu überwintern, dann gibt es die letzte Düngegabe tatsächlich schon im August. Weil dann gibt es keinen Grund, warum die dann noch weiter sich weiterentwickeln sollen, weil sie sich dann ja so langsam auch zur Ruhe begeben sollen, um den Winter zu überstehen. Also da muss man so ein bisschen drauf achten, kann man sich ja im Vorfeld schon überlegen, was wollen wir machen, wollen wir sie einjährig kultivieren oder mehrjährig, und demzufolge werden die Düngegaben dann auch angepasst.
Ein Schnitt ist bei diesen wunderschönen Helichrysum nicht notwendig. Was man aber machen sollte, ist regelmäßig diese verblühten Blüten entfernen. Und zwar hat das wieder wie bei vielen anderen Gewächsen den Grund, dass sich aus diesen Blüten dann Samen entwickeln. Also hier diese ganzen Blütenköpfchen, die sind dann voller Samen. Und was macht dann so eine Strohblume natürlich? Sie steckt ihre Kraft in die Bildung von Samen. Sie will ja für den Fortbestand ihrer Art sorgen und tut alles, damit die Samen auch richtig ausreifen können. Das ist natürlich dann so eine Sache, sie kümmert sich da sehr schön drum, ja, aber dann vergisst sie dabei, dass sie eigentlich kultiviert wird aufgrund ihrer schönen Blüten und demzufolge wird sie dann weniger Blüten hervorbringen. Also wenn ihr irgendwo solche verblühten Blüten seht, dann bitte immer abmachen, das geht auch ganz gut. Und die kann man auch, wenn die dann richtig verblüht sind, auch so schön abzupfen. Hier so eine schöne knusprige Blüte kann man abzupfen, sollte man auch tun, damit die Pflanze halt ihre Kraft für die wichtigen Aufgaben dann halt behält. Und dann sind wir beim Thema Überwinterung, weil ja diese Strohblumen häufig nur einjährig kultiviert werden. Also die teilen das Schicksal von so vielen anderen Sommerblühen, dass die Leute immer denken, so naja gut, dass die blüht jetzt einen Sommer, dann schmeiße ich sie weg und gut ist. Aber Strohblumen sind mehrjährig. Die sind richtig, richtig mehrjährig und können ganz, ganz, ganz wunderbar und auch ganz, ganz einfach überwintert werden. Wobei, und das ist wirklich wichtig, es sollten wirklich nur Strohblumen überwintert werden, die im Kübel gehalten worden sind. Wenn ihr sie im Beet hattet und dann wollt ihr sie dann vor Frosteintritt ausgraben, dann ist das ja schon mal Stress. Dann wird die da ausgegraben, dann wird sie in einen Topf gepflanzt. Und das ist meistens so viel Stress, dass die dann vor lauter Stress den Winter über eingehen. Also von daher, wenn ihr das vorhabt, bitte gleich von Anfang an in einem Kübel kultivieren. Wenn ihr allerdings eure Strohblumen gerne selbst durch Aussaat vermehren möchtet, dann lasst ihr im August so 1-2 Blüten pro Pflanze stehen. Da können die sich dann in aller Ruhe ausreifen, diese Samen. Dann werden sie bei Samenreife, werden die Blüten dann entfernt. Die Samen werden trocken und kühl gelagert den Winter über. Und im folgenden Frühjahr könnt ihr mit der Aussaat beginnen. Und dafür habt ihr 2 verschiedene Möglichkeiten. Da geht entweder eine Vorkultur im Haus. Die sollte ab März geschehen. Da werden hier in so kleine Anzuchttöpfchen mit Anzuchterde gefüllt und immer so 3 bis 5 Samen pro Töpfchen, also diese Samen auf dieses Anzuchtsubstrat gelegt, mit ein bisschen Erde bedeckt und gleichmäßig feucht gehalten. Dann dauert das so 2 bis 3 Wochen ungefähr, bis die ersten Pflänzchen keimen. Und ab April können sie dann tagsüber schon mal gelegentlich nach draußen. Das ist insofern wichtig, dass sie sich schon mal so ein bisschen akklimatisieren, dass sie sich an das Leben im Freien gewöhnen, aber auf gar keinen Fall nachts, weil diese Strohblumen es überhaupt nicht mögen, wenn es kalt ist. Und das gilt für junge Pflanzen genauso wie für ältere Gewächse. Also von daher auch die Jungpflanzen nachts bis zu den Eisheiligen auf jeden Fall noch im Haus lassen. Alternativ könnt ihr auch eine Direktsaat machen. Die Direktsaat erfolgt auch frühestens im April, sollte aber auch spätestens im März erfolgen, weil es ist also ein sehr kleines Zeitfenster für eine Direktsaat im Beet, weil dann nämlich diese Pflanzen, wenn man sie zu spät aussieht, dann die brauchen ja auch eine gewisse Zeit, bis sie wachsen und dann ist der Sommer vorbei, bis man so eine fertige Strohblume hat, ist also ein bisschen sinnfrei, von daher spätestens im Mai. Bei dieser Überwinterung ist es wichtig, dass die Strohblumen natürlich ins Haus geholt werden, bevor der erste Frost einsetzt. Denn sie mögen diese Nachtfröste überhaupt nicht, weder jetzt die ersten Fröste, genauso wenig wie die Spätfröste im Mai bis zu den Eisheiligen, die ja dann immer so erwartet werden. Von daher vor Frosteintritt bitte die Strohblumen reinholen und ein helles Winterquartier bringen, wo ungefähr Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad liegen. Kälter ist nicht so gut, da werden sie wieder frieren und zu warm ist auch blöd, weil sie sich dann gar nicht in die Ruhephase begeben können, sondern weiter wachsen und das möchte man dann ja auch nicht. Und während der Überwinterung, da werden sie nur noch ganz, ganz wenig gegossen und im März dann kommen diese Strohblumen in frisches Substrat. Da werden sie in ganz neue Kübelpflanzenerde eingetopft. Wenn sie dann in ihrer frischen Erde stehen, dann werden sie schrittweise, dürfen sie immer wärmer gestellt werden. Also zuerst halt noch im Haus, da gibt es ja mit Sicherheit Plätze, die wärmer als 5 bis 10 Grad sind. Und da auch so ab April auch wieder tagsüber ins Freie. Aber auch da bitte nachts immer wieder reinholen, bis wirklich keine Spätfröste mehr zu erwarten sind. Sagt man ja gemeinhin immer bis zu den Eisheiligen ist das so, bis Mitte Mai. Aber ist vielleicht in milderen Regionen vielleicht auch eher, aber auf gar keinen Fall, wenn noch irgendwelche Frostgefahr droht. Und ihr habt ja bestimmt schon mal diese Strohblumen gesehen als Kränze, diese wunderschönen Gestecke. Ja, Entschuldigung, das ist meine Nachbarskatze. Strohblumenkränze, Strohblumengestecke.
Und wenn ihr dafür diese Blüten haben möchtet, dann muss man sie entfernen, bevor sie aufgehen. Also solche hier, die ihr hier seht mit der gelben Mitte, die sind schon viel zu weit. Aber solche wie diese hier, die noch, wo noch die inneren Blüten noch geschlossen sind, die sind ideal dafür, getrocknet zu werden. Und dafür schneidet man sie dann mitsamt ihrem Stiel ab und hängt sie dann kopfüber auf und trocknet sie ganz sanft. Ideal ist natürlich an der frischen Luft, wirklich in einem trockenen, geschützten Plätzchen, dass da kein Regen rankommt. Da kann man sie ganz wunderbar trocknen. Und wenn man mag, dann zu Trockensträußen, zu Kränzen, zu Gestecken, wo auch immer, verarbeiten. Aber wenn man so etwas macht, muss man sich ja immer vorstellen, dann hat man natürlich dann in seinen Beeten oder in seinen Kübeln, dann fehlen natürlich dann auch irgendwo die Blüten. Also es ist immer so eine Sache. Man kann es machen, ja, aber irgendwie, also ich finde es immer zu schade, ehrlich gesagt. Ja. Also ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ihr liked es, ihr abonniert meinen Kanal und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei.